Der Hörsinn. Schall ist das Resultat von vibrierenden Druckwellen. Der hörbare Schall ist eine Schwingung, die sich wie eine Welle in der Luft ausbreitet. Langsam schwingende Druckwellen erzeugen tiefe und schnell schwingende hohe Töne. Ohne Schall können wir nichts hören. Unsere Ohren sind pausenlos aktiv. Sie fangen die Schallwellen auf und wandeln sie in Informationen um, die das Gehirn beispielsweise als Sprache oder Musik interpretiert. Jeder Mensch hat zwei Ohren, die rechts und links am Kopf angeordnet sind. In jedem der beiden Ohren befinden sich zwei Sinnesorgane. Auf engem Raum finden wir jeweils ein Sinnesorgan für das Hören und ein Sinnesorgan für das Gleichgewicht. Mit dem Hörsinn nehmen wir Schallwellen in Form von Musik, Sprache, Geräuschen und so weiter wahr. Mit dem Gleichgewichtssinn erfassen wir unsere Stellung, Lage und die Bewegungen im Raum. Anatomisch gesehen besteht unser Ohr aus drei Abschnitten. Das äußere Ohr oder auch Außenohr genannt. Das Mittelohr. Und das Innenohr. Zum Hörorgan zählen wir das äußere Ohr, das Trommelfell, das Mittelohr und als Teil des Innenohrs die sogenannte Schnecke. In der Schnecke befinden sich zwei Öffnungen, die mit einer dünnen Membran überzogen sind. Diese beiden Öffnungen heißen rundes und ovales Fenster. Zum äußeren Ohr gehören die Ohrmuschel und der Gehörgang. Was ist die Hauptaufgabe des äußeren Ohres? Das äußere Ohr mit seiner Ohrmuschel dient zum Auffangen der Schallwellen. Die Schallwellen gelangen über den Gehörgang bis zum Trommelfell. Der Gehörgang ist bis zu 3 cm lang. Er verläuft spiralig bis zum Trommelfell und hat zwei Biegungen. Der Gehörgang besitzt aufgrund seiner Länge, seiner Form und seines Volumens eine besonders gute Resonanz für Töne um ca. 3000 Hertz. Das heißt, der Sprachfrequenzbereich wird bereits im Gehörgang verstärkt. Am Eingang des knorpeligen Gehörgangs befinden sich sowohl Haare, die sogenannten Reusenhaare, als auch Talgdrüsen, die auch Zeruminaldrüsen genannt werden. Die Talg- und Ohrenschmalzdrüsen bilden ein bräunliches, wachsartiges Ohrenschmalz, das auch Cerumen heißt. Welche Aufgabe haben die Reusenhaare und Talgdrüsen? Die Hauptaufgabe der Reusenhaare und der Talgdrüsen besteht darin, zu verhindern, dass in geringem Umfang der Gehörgang vor dem Eindringen von Wasser und Fremdkörpern wie beispielsweise Insekten geschützt wird. Die Schallweiterleitung im Gehörgang endet am Trommelfell. Am Ende des Gehörgangs dann nimmt das Trommelfell die Schallwellen auf. Das etwa 0,1 mm dünne Trommelfell, das aus Haut, Bindegewebe und Schleimhaut aufgebaut ist, trennt den äußeren Gehörgang vom Mittelohr. Die Schwingungen des Trommelfells werden an diese Gehörknöchelchen weitergegeben. Der Hammer ist einerseits mit dem Trommelfell verwachsen und besitzt andererseits eine gelenkige Verbindung zum Amboss. Auch zwischen Amboss und Steigbügel besteht ein Gelenk. Der Steigbügel überträgt seine Schwingungen an das bewegliche ovale Fenster des Innenohres. Der Steigbügel passt nämlich mit seiner Basis genau in eine Öffnung des Innenohres, die oval ist und daher ovales Fenster heißt. Dann gibt es noch im Innenohr ein zweites Fenster, das sogenannte runde Fenster. Das runde Fenster dient dem Schwingungsausgleich. Die Energie der hier aus dem Innenohr einlaufenden Schallwellen wird an das Mittelohr abgegeben. Die Aufgabe der Gehörknöchelchen beim Hörvorgang ist es also, die Schwingungen des Trommelfells aufzunehmen und auf das ovale Fenster der Schnecke im Innenohr zu übertragen. Das Mittelohr dient also zur Weiterleitung der mechanischen Schwingungen an das Innenohr. Im Innenohr befinden sich der Gleichgewichtssinn und der Hörsinn. Das Innenohr liegt in einem sehr kompliziert gebauten Hohlraumsystem des Felsenbeins, einem Teil des Schläfenbeins. Man nennt dieses System aus knöchernen Hohlräumen das knöcherne Labyrinth. Das knöcherne Labyrinth besteht aus drei Abschnitten, dem Vorhof, den drei Bogengängen und der Schnecke. Der Gehörsinn liegt in der Schnecke, der Gleichgewichtssinn im Vorhof und in den Bogengängen.
Die Schnecke besteht aus zwei gewundenen Gängen, einem knöchernen und einem häutigen Gang. Man nennt diese beiden Gänge auch häutige und knöcherne Schnecke. In dem knöchernen Labyrinth, das mit einer Flüssigkeit, der Perilymphe, gefüllt ist, liegt eingebettet das häutige Labyrinth. Innerhalb des häutigen Labyrinths befindet sich ebenfalls eine Flüssigkeit, die Endolymphe heißt. Das eigentliche Hörorgan mit den Hörzellen heißt kortisches Organ. Das kortische Organ, also das Hörorgan, liegt in der mittleren Kammer, der häutigen Schnecke. Das kortische Organ besteht aus einer Basilarmembran, den Haarzellen und der Deckmembran. Auf der Basilarmembran befinden sich die Haarzellen. In Längsrichtung gesehen hat das kortische Organ eine innere Reihe mit 5003 äußere Reihen mit insgesamt 15.000 Zellen. Die Schwingungen des Trommelfells werden durch die Gehörknöchelchen auf das ovale Fenster übertragen. Von dort wandert die Welle in den Vorhofgang. Hier werden die Druckschwankungen auf die Basilarmembran übertragen. Die Basilarmembran beginnt zu schwingen und versetzt die Endolymphe in Bewegung. Die Bewegung der Endolymphe verursacht eine relative Bewegung zur Deckmembran, sodass die dazwischen liegenden feinen Härchen hin und her gebogen werden. Die sich biegenden feinen Härchen lösen in den Haarsinneszellen elektrische Impulse aus. Diese elektrischen Impulse werden von den Haarsinneszellen über die Nervenzellen des achten Hirnnervs an das Hörzentrum des Gehirns geleitet. Erst im Gehirn kommt dann das Zusammenwirken von linkem und rechtem Ohr, ja überhaupt die eigentliche Wahrnehmung, das Erkennen, das Interpretieren und das Verstehen des Schallsignals zustande. Weitere Übungen zur deutschen Grammatik findest du auf folgender Webseite. Die Webseite mit vielen nützlichen Grammatikübungen zur Prüfungsvorbereitung findest du hier. www.deutschkurs.club